Wenn er Platz macht, als nächstes kommt das Erschießen. Um den Hund erschießen zu können, ist es natürlich wichtig, dass er sich auf die Seite dreht. Viele Hunde mögen es ja unheimlich gerne, am Bauch gestreichelt zu werden. Und so kann man das dem Hund auch beibringen, sich auf die Seite zu legen. Man streichelt einen am Bauch und macht dabei ein Kommando, zum Beispiel so ein optisches Kommando, so Bang, ne? Und sagt dabei Bang, dann dreht er sich auf die Seite und wird am Bauch gestreichelt dabei. Und nachher, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, lernt er irgendwann, Bang heißt, auf die Seite legen und dann kriege ich am Bauch gestreichelt, freue mich drauf. Ne? Beziehungsweise wird das dann unter Umständen mit einem Keks ersetzt. Mhm. Okay. Also erst nochmal Platz. Genau. Mhm. Erst machen wir nochmal Platz. Platz, Lupo. Feiner. Feiner. Und jetzt sagst du Peng dabei. Ah. Das muss ich nochmal probieren. Ja. Pass auf, du gibst ihm den Keks jetzt nicht einfach, wenn er Platz gemacht hat, sondern es kommt jetzt noch was weiteres. Ah, okay. Ne? Dass also er also erst, nicht weiß, es ist schon vorbei. Genau. Okay. Sondern dass es noch weitergeht. Okay. Lupo. Platz. Feiner. Fein. Und streicheln am Bauch. Lupo. Jetzt will er den Keks haben, ne? Ja. Lupo. Okay. Dann gibst du ihm den Keks, ist ja feiner. Fein, Lupo. Immer einen Trick machen, bis der sitzt und dann können wir bis zum nächsten Trick weitergehen. Vor allem, wenn das Tricks sind, die irgendwie zusammengehören, dann ist es wirklich wichtig, dass der Hund wirklich die einzelnen Schritte auch merkt und die einzelnen Tricks auch merkt. Und darum sollte man wirklich auch jeden einzelnen Trick separat üben. Und erst dann weitergehen, wenn der Part sitzt. So, das machen wir aber gleich nochmal einfach. Wir setzen uns jetzt mal in Ruhe hin und machen das nicht nach dem Platzen, sondern wir streicheln einfach mal den Bauch und dann machst du dabei das optische und akustische Signal. Mhm. Ne? Und vielleicht zeigst du es ihm noch nicht, dass er noch nicht die ganze Zeit, dass er erstmal auf die Streicheleinheit aus ist. Mhm. Und dann kann man das so nach und nach abwechseln, dass man dann nachher vom Streicheln übergeht und dann einen Keks macht. Dass er erstmal lernt, Peng und das ist in Verbindung mit auf die Seite drehen. Ja, okay. Ja, aber ich gebe dir auf jeden Fall ein, zwei Kekse, immer gut in der Tasche zu haben. Mhm. Lupo, Platz. Ja, fein. Gibst ihm einen Keks, hat er fein gemacht. Genau, und jetzt wird er einfach ein bisschen gestreichelt, weil er so ein netter Kerl ist. Und dabei machst du den nächsten. Lupo, Peng. Ja, es ist hinterher, ne? Er will den Keks. Vielleicht so. Lupo. Oh, fein. Ja. Peng. Peng. Und Keks, fein. Gut. Toll. Super, Lupo. Gut gemacht. Beim Bauchstreicheln am besten schon direkt sagen Peng, ne? Dass er das merkt. Ah. Nicht erst, wenn ich auf dem Rücken liege, ist Peng, sondern schon auf dem Weg dahin. Ja. Ne? Weil dann bist du zufrieden, wenn er auf dem Rücken liegt. Mhm. Ich fand es schwierig, das Kommando zum richtigen Zeitpunkt immer zu geben und auch das Leckerchen genau zum richtigen Zeitpunkt. Das finde ich einfach so vom Ablauf schwierig, dass ich es nicht zu früh gebe oder vielleicht zu spät, dass der Hund gar nicht weiß, wofür er es jetzt gekriegt hat. Lupo, Platz, fein. Und ein bisschen kraulen und Peng, genau, auch zeigen. Oh, fein, genau. Gut. Man muss halt merken, dass er das kriegt, was er von dir möchte, nämlich den Keks, ne, wenn er das tut, was du von ihm verlangst. Ne. Jetzt am Anfang weiß er wahrscheinlich noch gar nicht, was will du von mir, ne, aber er kriegt am Bauch gekraut und legt sich dann auf den Rücken. Es ist halt das Wichtige, dass er dieses Objekt der Begierde, ne, den Keks, ne, dass du halt, dass er merkt, ah, okay, Frauchen herrscht über das, was ich haben möchte. Und dafür ist es natürlich unheimlich wichtig, dass er nicht dauerhaft über Kekse verfügt. Ne? Das gibt so, manche Hunde haben immer so eine Keksschale da liegen, da kannst du mit dem Keks nicht mehr locken, ne? Aber dafür vielleicht mit einem Ball. Also man muss halt rausfinden, okay, worauf steht mein Hund besonders? Ist das ein Kekshund, ne? Oder ist das eher so ein Spielzeughund, der auf ein Spielzeug steht? Und wenn du das rausgefunden hast, reagiert er eher auf ein Spielzeug oder reagiert er eher auf einen Keks, dann weißt du, okay, das ist das Objekt der Begierde, das ist das, was er unbedingt haben will. Ne? Und das stellst du ihm in Aussicht, er kriegt das, wenn er das tut, was du von ihm verlangst. Zum Beispiel Sitz. Ne? Und wenn er jetzt ein Ballhund wäre zum Beispiel, dann sagst du Sitz. Und erst wenn er sitzt, schmeißt du ihm den Ball. Das Objekt der Begierde muss kontrolliert werden, weil wenn es dauerhaft zur Verfügung steht, ist es langweilig.